Und das dreht sich heute um ein Werk Rainer Werner Fassbinders, dem wohl wichtigsten Vertreter des neuen deutschen Films. Seine Werke Die Ehe der Maria Braun oder Angst essen Seele auf, Baal, Die Welt am Draht, das sind große Filme. Fassbinders erster abendfüllender Spielfilm aber wurde heute vor 50 Jahren uraufgeführt. Liebe ist kälter als der Tod. Hören Sie, wie es klang, als ein außergewöhnlicher Regisseur seinen ganz typischen Ton fand. Mit 16 war ich Anführer einer Gang. Einmal haben wir einen gekillt, der saß mit einem jungen Mädchen auf einer Bank. Wir haben ihn angepinkelt von oben. Da war so ein Hügel, da ist er raufgekommen und hat gemeckert. Da haben wir zugeschlagen, ist einfach umgekippt. Liebe ist kälter als der Tod. Ein Mix aus Kunst und Krimi mit aussagekräftigem Titel. Emotionen, Fehlanzeige. Die Menschen bewegen sich in Beziehungen, die bar aller Gefühle sind. Freundschaft ist Trug, Liebe ist Verrat und Prostitution. Verlassen kann man sich nur auf Mord und Sterben. Demonstriert wird dies anhand von Bildern in sehr langen Einstellungen, in Bildern kalt wie die Handlung. Hauptdarstellerin Hanna Schygulla. Also es war, als ob die Figuren wie unter einem hypnotischen Zwang auch handeln würden. Dass wir alle an irgendwelchen Fäden gezogen sind. Jeder in irgendeiner Hierarchie drin, in der er auf der unteren oder mittleren oder oberen Stufe ist. Und jeder Täter und Opfer. Rainer Werner Fassbinder, der in seinem Spielfilm Erstling auch mitwirkt, bringt Liebe ist kälter als der Tod im Juni 1969 auf die Berlinale. Und erntete sogleich den vollen Spott der konservativen Kritik. Heißt es in einem zeitgenössischen Bericht. Schon als junger Teenager ist Fassbinder klar, dass er Filme machen wird. Denn Kino, das ist Unterhaltung, Fluchtmöglichkeit und so viel mehr. Ich habe alle meine Gefühle im Kino kennengelernt. Aber wie wird man Filmregisseur? Der Weg, den Fassbinder einschlägt, verläuft nicht eben geradlinig. Er nimmt Schauspielunterricht, bewirbt sich zweimal vergeblich an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin, dreht Kurzfilme. Nach der Sichtung seines Films Der Stadtstreicher durch die Filmbewertungsstelle in Wiesbaden muss er sich allerdings sagen lassen: Der Ausschuss möchte sich nicht mit jeder einzelnen Sequenz auseinandersetzen, denn die Mängel des Films sind so evident, dass eine Prädikatisierung ohnehin nicht möglich wäre. Fassbinder landet an einer alternativen Bühne, dem Action-Theater. Hier übernimmt er rasch das Kommando. Wie das im Einzelnen geschieht, das liest sich in Jürgen Trimborns Biografie recht unschön und sehr dramatisch, muss Fassbinder doch die Gründer Ursula Sträts und Horst Söhnlein faktisch kaltstellen. Aus dem Action-Theater wird das Antitheater und damit hat der Regisseur seinen Schauspielerpool für seine Filme beieinander. Für Liebe ist kälter als der Tod holt er dann noch einen angesehenen Schauspieler an Bord, Uli Lommel. Der ist bei seinem ersten Drehtag ziemlich irritiert. Er weiß nicht, was gemacht wird, hat keine Drehbuchzeile gelesen und die Filmcrew ist ausgesprochen übersichtlich. Denn da ist nur einer. Dietrich Lohmann, der Kameramann. Und sage ich, ja, wo ist denn der Stab? Da sagt er, der Stab, das bin ich. Sag ich, wie bitte? Sagt er, ja, ich mache alles. Nichtsdestotrotz wird Fassbinders erster Spielfilm fertig. Und Lommel scheint sich rasch in die Arbeitsbedingungen hineinzufinden. Denn egal ob Der amerikanische Soldat, Warnung vor einer heiligen Nutte, Fontane, Effi Briest oder, Lommel läuft noch oft für Fassbinder auf.